Leute, es ist endlich soweit. Ein neuer Banger am Horizont. Zero Sievert. 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 Das ist quasi Escape from Tarkov als Indie-Game in 2D. Ich habe das auf der Gamescom in der Indie Arena Booth gesehen und dachte mir, holy guacamole, wenn das raus ist, gehe ich rein. Und ich saß hier gerade so, was nehme ich denn jetzt auf und scroll so meine Wishlist durch und sehe, das ist jetzt draußen seit 15. November. Ich muss euch das unbedingt zeigen. Es ist wirklich, es sieht sehr, sehr nice aus. Ich habe so ein paar Fragen. Also ist es PvE? Ist es PvE? Ist es PvE-PvP? Wir sehen gleich noch Monster, die es geben kann anscheinend. Wir haben mit Strahlung zu kämpfen. Ihr seht, ne, die Menüs und so erinnert sehr an Escape from Tarkov. Wer Escape from Tarkov nicht kennt, ist der übelste Hardcore-Survival-Shooter, wo man immer mal wieder in eine Map reingeht, Equipment lootet des Todes und versucht zu überleben und rausgehen. Und rauszugehen. Hier da, Monster. Und wenn man das... Alter, wie der geplatzt ist. Und wenn man das schafft, ist das schon sehr krass. Hier da, voll viel Monster. So, das ist insane. Passt auf. Wer Escape from Tarkov nicht kennt, ihr habt einen Charakter in eurem Hauptmenü, der überdauert. Es sei denn, er stirbt in der Mission, dann ist er forever RIP. Beziehungsweise, eigentlich geht es eher um das Equipment. Ihr verliert alles, was ihr bei euch habt. Aber ihr seid auch nur umso erfolgreicher, umso besser das Equipment ist, das ihr mitnehmt. Und da entsteht eine gewisse Dynamik, dass man schon immer wieder auf einen Run quasi in eine Map, also man joint quasi immer wieder so einer Map und da sind noch andere Spieler, aber man weiß nicht wo. Und es gibt auch keine Map oder einen Kompass oder was weiß ich. Und einem wird auch gar nichts erklärt. Und da ist man dann. Und die Dynamik, die spannende dabei ist, dass man irgendwie ja looten will und auch irgendwie Risikos eingehen möchte, um guten Loot zu bekommen. Aber auf der anderen Seite ist es so bitter, wenn man stirbt, weshalb man die ganze Zeit so angespannt ist und so auf der Hut ist. Und ja, man wirklich um sein Überleben kämpft, wie in wahrscheinlich keinem anderen Spiel. Ist insane. So, und dementsprechend, Zero Sievert ist so ein bisschen, ja, in 2D jetzt die Variante. Das Hauptmenü sieht aus wie Scheiße, aber ist ja egal. Und ich habe noch gar nicht reingeschaut. Ich bin super gespannt. Weil, also was man gesehen hat bisher, ist halt insane. So, es ist halt eine Steinwand. Ich würde vorstellen, also es geht um Bunker und es ist auch so endzeitmäßig, wie gesagt, man hat doch eben so Strahlung und so gesehen und Monster. Aber ich bin voll gespannt, wie jetzt wirklich das konkrete Spielkonzept ist. Weil es sieht nur sehr nach Escape from Tarkov aus, aber es heißt ja überhaupt nicht, dass das so ist. Aber schon sehr ähnlich, alleine Menüs. Tutorial, wir schauen einfach mal rein. Ach so, für alles Mögliche. Ja, mal gucken, wie lang die gehen. WASD, to move. Leute, ist einfach eine Dia-Show. Ausdauer mit Shift, okay, kann man sprinten. Don't run all the time, otherwise you could end up in a similar situation. Okay, ja, hier sind überall Gegner und wir haben keine Ausdauer mehr. Bad, okay, verstehe. Inventory, Weapon Slots, Armor Slots, Headset Slot, Quick Slots. Okay. Steuerung, linke Maustaste, instant rüber. Ja, passt auf. Das ist eigentlich ein geiles Tutorial, wo man immer mal wieder im Spiel Escape drücken kann und sich das, was man braucht, raussuchen kann. Mal gucken, ob das geht. New Game. Man kann auch laden. Dann ist wahrscheinlich PvE. New Game. Ich bin hyper hyped gerade, weil ich... Das war wirklich einer meiner absoluten Favorites auf der Gamescom. Oh, man kann sich ein Base-Setup aussuchen. Was ist das? Ah, okay, ich kann nicht drüber hovern. Das sind dann eher die Erfahrungswerte wahrscheinlich, die man... Also das ist so Sniper, ne? Das nehmen wir. Abfahrt. Ja, ein Nachteil gibt es, ist Early Access und alles auf Englando. Aber my British accent will deliver you the translation. Also, welcome to the Bunker Zero Sievert, one of the last safe places in Tarkov. Tarkov, da spielt das Ganze und das ist ein Bunker, einer der allerletzten sicheren Orte. So, hier können wir neue Missionen annehmen, wir können handeln,
mit Händlern und unsere Ausrüstung ja, organisieren. Okay, und als erstes sollten wir den Bunker erkunden, bevor wir hier draußen losdackeln. Aha, draußen gibt es einen Zug. Ja, und man kann mit dem Schaffner oder so reden. Und er fährt uns dann anscheinend immer auf Mission. Aha. Okay. So, im Bunker selber. Okay, da gibt es einen Barmann, den soll man anquatschen. Und der erklärt auch ein bisschen, was in Zarkov passiert ist. Und es gibt einen Raum im Bunker, der quasi unsere Base ist. Mhm. Und da gibt es eine Werkbank und da können wir neue Items herstellen. Okay, und wir haben da auch Kisten für unsere Vorräte. Wahrscheinlich kann man das nur ausstatten. Cool. Ich glaube, es ist PvE. Es steht vielleicht auf der Steam-Page. Da habe ich jetzt gar nicht nachher geschaut, ne? Ihr kleinen Schlingelchen. Na gut. Okay. J mal auschecken. Tab mal auschecken. Okay. Ach, da sind wir. So, J. Mhm. Okay. Hier haben wir so eine Art Übersicht. Das ist sehr pixelig. Das ist wahrscheinlich eine Map. Not available now. Okay, back. Das sind wahrscheinlich Quests. Das sind wahrscheinlich... Oh, so ein bisschen, was bisher wir geschafft haben. Oh, es gibt Bosse. Wir können alles killen. Ghule. Okay. Airdrops gibt es. Okay. I'm listening, Digga. Oh, wir können skillen, leveln. Oder wir wahrscheinlich vielleicht auch, wenn wir einfach... Es wäre sehr geil, wenn das so ein Spiel ist, wenn man einfach viel unterwegs ist, dass dann die Fitness hochgeht. So ein bisschen wie bei Elder Scrolls, wisst ihr? So automatisch das, was man viel nutzt oder viel macht, dass das gelevelt wird. Das weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich unsere Base oder unser Bunker oder was weiß ich. Hier können wir Räume einrichten. Handel. Okay, Info. Clay, anyway to go back. Module. Passive Bonuses. Once the module is installed, we will level. Okay. Also wir können Module installieren, wahrscheinlich von unserer Base. Zum Beispiel das Bettchen. Oh. Okay, damit erhöhen wir unsere Gesamtgesundheit. Hier können wir unsere Skills level up and faster, Alter. Hold here to install. Machen wir einfach mal. Okay, und jetzt... Habe ich hier einen Schlafraum? Geh mal da hin. Habe ich das richtig verstanden, dass das hier war? Nee. Was ist das hier? Module. Okay, es sind keine Orte. Das sind einfach nur in diesem Menü Sachen, die man auswählt, ja? To increase its level and acquire bonuses, you must craft the corresponding kit at the workbench. Aha. Das heißt, wenn ich hier craften will... Mod Weapon. Module. Ah, okay. Also, ich glaube, das sind halt, ja, Räume, die wir bauen können. Da brauchen wir übel viel Ressourcen für. Und dann haben wir durchgehende Bonusse. Und die leveln auch diese Räume. Module unserer Basis. Okay. Gut, wir sind ja relativ... Ah, ne, ja, wir können auch Shift drücken. Gut. Hier ist der Barmann, ne? Oder wo war der? E, J, F... Wo war der denn? Ach, da, ja, klar. Talk. So. So, Digga. Hallo, Fremder. Bist du hungrig? Bye. I want to know something. Was ist dieser Ort? Ist ein Bunker, während des Kalten Krieges gebaut. Der einzige sichere Ort in Zarkov. Und hier finde ich alles, was ich brauche. Was passiert? 2017 ist ein Kraftwerk explodiert. Irgendeine Crimson Corporation hatte damit zu tun. Gefährliche Experimente. Aha. Okay, ich würde die Story... Ja, war anscheinend Nuclear Power Plant, ja. Ich würde die Story erstmal hin anstellen. Ich will erstmal das Game hier erkunden. Hier ist eine Toilette.
Ist halt die Frage, was wir hier großartig jetzt machen können. Ich glaube, ich gehe einfach mal raus und los. Fresh Meat, hä? Mhm. Oder? Und ich meine, mir fällt dann schon auf, wenn ich irgendwas noch brauche. Oder? So. Tab. Knifte. Legen wir mal an. Da das Scope drauf. Geht nicht. Hm, ist die Frage. Was? Nee, nicht scrappen. Okay. Fehlt mir da was? Muss ich dafür zur Workbench vielleicht sogar gehen? Dass ich das Scope drauf machen kann. Gute Frage, oder? Hier drin haben wir unendlich Ausdauer übrigens. Okay, wir können Munition herstellen, essen. Waffen modifizieren. Scope. Ha! Ja, geil. Perfekt. Fertig, oder? Ja! Eine Weste, ein Rucksack. Okay. Ja, geil. Und mit Rechtsklick kann ich richtig reinscopen. Okay. Kann ich raus so mit Mausrad? Nee. Gut, dann reden wir mal hier mit dem Schaffner oder Zugführer. Tell me something. Who are you? How can I leave? How can I extract from a map? Ah ja, also es ist doch so wie Escape from Tarkov. Man geht auf eine Mission, beziehungsweise auf eine Map. Und dann kann ich raus. The only way to leave the map is to find an extraction point. They are marked on the personal device map as green circles. Okay. Okay, dann Task. Ach, warte mal. Die Frage war ja, I want to leave. Materials. Genau, wegen Quests, ne? Hieß es ja auch im Bunker. Okay, egal. Hier ist eine Quest. Wir kriegen 1500 Rubel, 35 EP, können uns hiervon eine Sache aussuchen, was mega geil ist. Und was soll ich machen? Objective, 40 Scrap Material sammeln, Screwnut, Nail, okay. Accept. Okay. Ich gehe nochmal zum Barmann, weil vielleicht habe ich da übersehen, dass ich da noch Quests annehmen kann. Task, tatsächlich. First Steps. Survive one times in the forest. Und dann kriege ich ein Reward, ein Buch und dann level ich einen Punkt anscheinend in der Disziplin. Zum Beispiel Waffenschmied oder Medizin. Geil. Okay, cool. Okay. Ja, dann mal los. Dann fahre ich mal los. I want to leave. Forest. Ist das hier Forest? Ja. Wahrscheinlich sind das auch so Schwierigkeitsgrade, ja? Keine Ahnung. Kostet null. Umstand kosten. Wahrscheinlich die späteren, besseren Gebiete, wo es heftigeren Loot gibt, die kosten dann wahrscheinlich was. Okay. Scroll mouse wheel to select a different interaction option. Okay. Hm. Ja. Okay. Jetzt bin ich natürlich gespannt, weil was jetzt kommt... Macht so alles aus, ne? Ich habe schon gesehen, Mayo hat schon 15 Stunden drin. Das ist ein ganz gutes Zeichen. Der ist nämlich krasser Escape from Tarkov-Spieler. Press any key. Irgendwie ist keine Musik, ne? Im Hauptmenü war Musik, aber jetzt fehlt so ein bisschen Mucke, finde ich. Okay, ich gucke es mir erstmal an. Man kann es auch skippen. Ja, der hält einfach im Scheißwald. Heilige Scheiße. Okay, jetzt geht's los. Wie ist das? Ja, hier ist Musik, okay. Na gut. So, und hier kann ich jetzt auch immer Tutorial, okay. Oh, mit dem Scope kann ich weiter... Guck mal. Ich kann nur bis hier hingucken, aber mit dem Scope geht's noch ein bisschen weiter. Nice. Wir haben nicht viel Overlay. Okay, gibt es keine Strahlung. Wir sind ganz gut hydriert. Essen ist relativ voll und wir sind gerestet. Oh, was ist hier los? Da ist ein Haus. Kann ich hier... Okay, hier ist Strahlung. Muss ich irgendeinen Strahlenschutz anziehen? Nö. Okay, hier ist ein Haus. Enter. Was ist das? Loot?
Nail. Schön in. Achso, Steuerung linksklick. Dann. Ein Schlauch. Alkohol. Eine Zange. Kneifzange. Anti-Bleed-Gel und Kabel. Okay, was gibt's hier noch? Ja, ist doch schon mal ganz nett. So. Ich muss ja erstmal, guck mal, hier ist zum Beispiel, ist das ein Bau oder so? Ich muss ja schon erstmal herausfinden. Da ist was. Ich muss ja erstmal herausfinden, was so ist und so, ne? Aha, Gaffertape. Kabel, Gaffertape, Zigaretten. Alkohol. Screwnut. Metallrohr, Digga. Munition. So, was ist da zum Beispiel los, ne? Hm. Oh, ich höre Schüsse. Leaving. Oh, das ist ein Extraction Point. Aha, hier sind Extraction Points. Okay, und was ist hier? Dann lass doch mal Richtung Mitte, oder? Ich renne mal ein bisschen. Und es gibt anscheinend... Ah, ich muss Munition reinladen. Ja, die, oder? Oder die? Okay, das ist jetzt zum Beispiel so ein Tutorial-Dings. Combat? Nee. Na? Y, Ammo-Type switchen. B, Feuermodus switchen. Nee, aber dann Inventory? Okay, mit R können wir rotieren. Wir haben Gewicht. Aber wie laden wir nach? Drag in an Item. Aha, mit Steuerung gedrückt halten. Teilen wir zur Hälfte auf die Sachen. Use. Item-Info. Okay, holy shit. Ist ein bisschen was, ne? Device? Achso, das ist das Ding. Okay. Ja, das würde ich mir in Ruhe mal alles durchlesen. Hm. War leider nichts mit Nachladen dabei. Aber ich, also... Eigentlich doch so, oder? Scrap. Ist das denn... Welche Munition brauche ich denn? 762er. Das ist 762er. So, dann würde ich denken, ich drag das einfach drauf. Oder, nee, nicht auf den Ground. Aber es muss wahrscheinlich in ein Magazin. Es muss wahrscheinlich... Oder ich muss es hier nachladen? Nee, es muss wahrscheinlich in ein Magazin. Habe ich im Magazin... Nee, oder? Das ist ein First Aid Medikit. Das habe ich mir auf die Schnellleiste. Komm, mit R kann man das rotieren. Ja, aber wie kriege ich jetzt die Munition da rein? Hm. Unload. Ich muss rechts. Hä? Ah. Unload. Weapon has no ammo. Hier kann ich nur Scrap machen. Hm. Hier kann ich auch nur Scrap machen. Okay, ich gehe nochmal hier rein. Combat. Nee. Ah, Ammo Counter ist links unten. Okay. Weapon Slots. Sehe ich hier irgendwas? Quick Slots.
Vielleicht sind die 40 Stück zu viel? Nee, ist nix. Player needs? Mhm. Hm. Warte mal. So. Oh. Nehmen, Steuerung. Nehmen, Steuerung. Also ich kann es ja unloaden. Steht aber, die Waffe hat kein 54R. Ja, das ist die Munition. Das ist die Pistolenmunition. Anti-Bleed. Ich habe keine... Leute, wie lade ich nach? Scheiße. Also, ich kann ja hier unloaden, aber nicht loaden. Ja, aber das müssen die doch im Tutorial. Hier Movement? Nee. Scheiße. Das muss im Inventar. Weapon-Slot, ja. Das Wichtigste sagen sie einem nicht. Scheiße. Wahrscheinlich auch. Warte mal. Settings. Controls. Interact F. Reload R. Vielleicht muss er einfach nur R drücken, wenn man die Waffe draußen hat. Achso. Ha! Jetzt lädt er nach. Hier. Da. Ich hab's. Easy. Komplett einfach. So. Okay. Und er nimmt dann automatisch hier die Klamotten. Okay, toll. So, jetzt können wir mal ballern. Wo war hier der Hase? Was ist das? Der Hase ist weg. Naja. Okay, dann gehen wir... Jetzt geht's mal los hier ein bisschen. Ne? Die Frage ist, wenn wir immer wieder in den Wald gehen, ist dann immer gleich? Weil bei Escape from Tarkov ist ja so, dass die Maps immer gleich sind. Aber es ist natürlich nicht immer überall der Loot. So, erstmal ein Hasen. Oh. Das wackelt so ein bisschen. Oh, Alter. Übel weggemacht. Holy shit. Loot. Schön Fleisch. Ich hab's gegessen. Das ist schlecht, oder? Scheiße. Ich hab's gegessen. Und Fell. So, den habe ich auch weggemacht. So. Mal laden. Noch mehr Fell. Wer weiß, wofür man das braucht, ne? So, noch ein Haus. Hier ist eine Box. Schere. Nägel. Was ist das? Käferspray. Schraubendreher. MRE. Macht Hunger und Durst hoch. Ja, Durst ist jetzt langsam okay. Ach, Subtask habe ich fertig. Cool. Okay, wir machen aber erstmal weiter. Auf M haben wir Map, super. Dann gehe ich jetzt mal nach Norden, da ist irgendwie ein Haus. Also der Block hier, muss ja irgendwie... Oh. Okay, kann ich da rein? Da ist ein Typ. Und wenn ich keine Sichtlinie habe... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. 2, 3, 3. Ich blute. Wie lange dauert das denn? Oh Gott! Oh, ich habe mich überschrocken. Auf einmal kam von unten einer. Okay. Ja gut, dann... Okay, wir behalten unser Kram. Okay. Dann haben wir den Task jetzt immer noch fertig. Also haben wir unsere Mission trotzdem geschafft. Hier war die, ne? Task. Gain Reward.
You have not completed this task yet. Jetzt. Okay, ich muss einmal überleben. Ja, dann gehen wir jetzt nochmal rein, oder? Task. Dann nochmal in den Wald. Ey, aber... Also ja, die haben mich übel nackt gemacht. Krass. Ich fand's heftig, dass man die nicht gesehen hat. Hinterm Gebäude, ne? Also wenn man keine Sichtlinie hat, sind die nicht da. Die kommen dann erst... Boah, das ist übel mit Sniper. Naja, gucken wir mal. Ich glaube Sniper... Aber dass von unten jetzt nur einer kam, das war unerwartet. Ich habe die ganze Zeit oben geguckt, ob da wer kommt, während ich mich geheilt habe. Und irgendwie habe ich mich geheilt, aber irgendwie auch nicht. Also er hat was gemacht, aber ich habe jetzt sowohl an der Lebensleiste als auch an diesem Blutsymbol keine Veränderung gesehen. So. Dann geht's jetzt nochmal los. Die Nummer 2, da laden wir auch mal nach. So. Okay, ich meine, wir haben auch keinen Helm und so, ne? Okay, hier unten war ein Haus. Da gehen wir als erstes rein. Da ist irgendwie Feuer. Da ist was Wertvolles, oder? Ja, die verschwinden auch, wenn es nicht in Sichtlinie ist. Das ist ja ultra krass. Oh mein Gott, ich habe mich da verbrannt. Heftig. Hier ist ein Loch. Nee, war jetzt, ist jetzt kein Haus, ne? Mhm. Ich finde es cool, dass immer dabei steht, auch wirklich, was es so konkret macht. Eine Hantel? Jo, 3 Steckdosen, nice. Okay. Ich glaube, wenn man natürlich ballert, kommen die Leute auch her, ne? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also warum kam eben einer von unten? Das war schon echt wild. Ich glaube, ich loote erstmal alles. Lies mir nicht gleich alles durch. Und erst wenn ich so Probleme habe mit Gewicht oder so, dann kann ich mal ein bisschen aussortieren. Man sieht auch in den Schatten, ne? Wo man eine Sichtlinie hat und wo nicht. Vielleicht gehe ich auch erstmal die Ränder ab. Aber hier im Wald ist schon echt spooky. Aber heißt das, man kann sich dann auch vor denen verstecken so? Okay, das Haus ist aber, glaube ich, gleich. Oh, lol, das ist ein anderes Haus diesmal. Mhm. Hier ist nichts zu holen, oder? Hm. Okay. Was ist das? Okay, wir gehen jetzt nach oben. Jetzt bin ich gespannt. Das ist ein Hase. Oh, diesmal ist der Block nicht da. Oh, Digga, jetzt der da oben. Okay, es verändert sich ein bisschen. Wird aber auch viel geballert. Hab ihn. Jetzt die Frage, kommen noch mehr, ja? Wo ist er? Okay, Batterie. Pfeffer. Verrottete Milch. Ja, die brauchen wir nicht. Scrap. Okay, kann man hier nicht machen. Oh mein Gott. Der hat ja eine arschgeile Waffe. So, wir haben jetzt zu viel Gewicht. Ja, jetzt hau ich rein. Ich hau jetzt rein. Wir haben echt zu viel Gewicht. Brauche ich das? 2 Kilogramm. Weg. Steckdose? Hm. Das ist noch schwer. Also ich gehe jetzt einfach weg. Weil ich habe eine heftige Waffe. Und ich verliere die auch nicht. Also ne, wenn ich sterbe, behalte ich ja meine Waffe. Oder das ist so unser Standard-Loadout, mit dem wir immer starten, wenn wir sterben. Das könnte auch sein. Yo. Okay, ich glaube, wir schleichen einfach mal zum Exit. Weil das für mich schon Erfolg, wenn wir... Okay, unten rechts. Oh Gott, ein Hase. Das ist für mich schon Erfolg, wenn wir, ja, eine heftigere Waffe haben. Ne? Ich kann nochmal so. Ciao.
Und mit das Kotelett. Okay. Cool. Das heißt, wir kommen jetzt an, schmeißen alles in die Kiste und gehen wieder rein. Junge, ich glaube, das kann man richtig reinsuchten. Und dann irgendwann sich richtig heftig hochequippen in die heftigeren Gebiete. Und dann die heftigsten Waffen und auch Schutzrüstung und so haben, Schutzwesten. Man hat ja auch im Trailer schon gesehen, so, es gibt dann auch so Nachtsichtgeräte, also auch Maps während der Nacht. Was ist das denn für ein Gebäude? Bauernhof oder so, ne? Könnte man hier jetzt rüberballern? Ne, da ist die Mauer im Weg, okay. Das heißt aber auch, man könnte übel gut abcampen, so eine Ecke oder so. Ne, ich sehe ja nicht, was hinter ist. Stimmt, ich habe ja keine Sichtlinie. Okay. Zack. Jetzt haben wir auch schon eine Mission abgeschlossen, ne? Ach, und wir leveln richtig. Die Frage ist auch, ne, wenn der Charakter stirbt, ist es dann resettet? Oh, hier kann ich jetzt unendlich tragen, anscheinend. Also trotzdem rennen. So, Quest. Fertig. Gain Reward. Ja. Kochen. Ich glaube, kochen ist wahrscheinlich useful. Trade. Ich kann mit dem handeln. Können wir Sachen verkaufen. Okay, wait a minute. Nächster Task. Oh, kriegen wir eine Waffe. Objective. 5 Banditen killen und 5 Wölfe. Okay. Ja, das wird ja lustig. Okay. So, wir gehen jetzt erstmal hier in unsere Base. Hier haben wir eine Truhe. Ja, aber vielleicht auch erstmal Use. Cooking Level 1. Heftig. Dann. Jetzt wäre so ein bisschen die Frage. Ja, ich baller erstmal alles rein. Ne, die brauchen wir ja wahrscheinlich für die Waffe. Wollen wir die Waffe direkt mitnehmen? Ich würde sagen, ja. So, aber so Schrotmuni und was weiß ich, was das alles ist. Welche Munition braucht die? 267. Ach, auch die gleichen. Ja, geil. Okay. Das ist ein Stecker. So. Das Ding ist... Ah, okay. Krass. Wir sind, was unsere Charakterwerte angeht, nicht... Ach, warte mal. MMPS? Aber... Ja, nee, passt. Sandwich with Wurstel. Mhm. Salz. Also. Das kann alles gut. Kann man hier so Autosortieren machen? Das wäre angenehm. Naja. Also hier, diese Werte werden nicht aufgefüllt. Interessant. Okay. Was liegt da? Loot? Jo, ich hab's auf den Boden geworfen. Scheiße. Das ist doof. Das ist doof. Stash. Hä? Oh mein Gott. Okay, wir haben 2 Stashes. Den Rest haben wir nicht freigeschaltet. Gut. Das ist echt vielleicht was für Kalle, könnte ich mir vorstellen. Aber Wurstel behalten wir mal. Wir müssen ja jetzt theoretisch auch was essen, oder? Hunger? Aber 70? Geht nicht hoch. Ne, er frisst noch. Okay. Dauert. Jetzt haben wir. Ist fast voll. Und Durst haben wir ein bisschen. Aber wie machen wir denn unsere Ausdauer wieder hoch? Das ist ja auch ein bisschen die Frage, ne? Food. Ach, für 2 leere Flaschen können wir eine Flasche Wasser machen. Und bei Brot brauchen wir 2 verrottete Brote. Ach so! Und hier brauchen wir Brot und gekochte. Und für einen Wurstel brauchen wir... Okay, krass. Gut. Und das können wir jetzt auch nur machen, weil wir Kochen auf 1 haben. Weil die sind rot. Warum sind die rot? Pasta. Okay. Repair Kit, Repair Gear, Mod Weapon. Scope. Achso, Muzzle, Magazine. Ja, geil.
Dann machen wir da hier mal das Scope ab. Remove. Geil. Und dann machen wir hier das Scope dran. Das geht da nicht dran. Interessant. Okay. Dann spielen wir doch erstmal. Dann spielen wir doch erstmal mit dem. Weil das Scope ist halt, damit kann ich Headshots machen. Ich glaube, das ist halt echt gut. So, Module. Ja, jetzt ist die Frage, was macht man da smarterweise als erstes, ne? Schmiede, Recycling, Ammo, Range. Storage, Bedroom. Wir müssen einfach arsch viel Scheiße. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel schon eine Lampe oder einen Metallrohr. Wir müssen einfach arsch viel sammeln. Jetzt ist aber die Frage, wie erhöhen wir unsere Ausdauer wieder? Wahrscheinlich durch gewisse Konsumgüter, oder? Macht ihr irgendwas? Okay, das macht Hunger, aber erzeugt Durst. Hunger. Hier, 8 Ausdauer. Tee. Aha. Und Radioaktivität geht runter und Durst. Ja, dann hau ich mir so ein... Hier auch. Okay, ja, dann hau ich mir einfach so einen Tee dann rein. Aber vielleicht können wir hier noch was kaufen. Das Ding ist, umso länger ich mich hier aufhalte, umso schlimmer wird es auch, ne? Wodka. Hä, Wodka macht Hunger hoch. Ich weiß ja nicht. Oh, Milch ist gut gegen Müdigkeit. Okay, das kaufen wir. 800. Na gut. So, dann gibt es auch hier safe für andere Händler, oder? Guck mal, hier unten. Aha. Der hat auch Tasks. Geil. 12 Raw Meat. Accept. Geil. Repair Armor. Aha. Machen wir ja auch. Heal Me. Aha. Okay, hier kann man sich... I see. Hier kann man sich wieder fit machen. Und er hat allmögliches Zeug. Okay. So. Was gibt's noch für Händler? Jetzt bin ich neugierig. Okay, das sind alles irgendwelche Kojen, glaube ich. Vielleicht hier oben? Was ist das denn, Alter? Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. I mean, da war jetzt noch so ein leerer Raum. Oh, stop. Was? Why can't I go through? Can't I go through? This area is reserved for the Green Army. You do not have authorization. Okay, krass. Wir haben da keine Befugnis. Aber hier kommt doch safe noch was rein. Wahrscheinlich kann man sich da irgendwie hochleveln und irgendwann kann man da rein und dann gibt es da fette Händler oder so. Keine Ahnung. Wir gehen nochmal in ein Wäldchen. Abfahrt. Nice. Okay. Scheiße, habe ich jetzt die Waffe mitgenommen? Ich glaube, ich habe aus Versehen die fette Sniper mitgenommen und nicht in den Stash getan, oder? Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Das ist natürlich Fail, da muss ich direkt wieder gehen. Wäre witzig, wenn ich jetzt sofort irgendwie sterbe. Aber es ist geil, ne? I mean, ich habe jetzt eine Waffe, die offensichtlich, also die gleiche Munition braucht, aber ich denke, da kann ich mir auch Stats und so angucken, einfach stärker ist. Aber ich muss noch die richtigen Assets und so finden. Also die, ne, das richtige Scope oder so. Ja, das ist scheiße, Digga. Jetzt habe ich nur 2 Kilo frei. Okay, dann gehen wir hier einmal direkt ins Haus, dann war es nicht für umsonst. Look at this. Zange. Was ist das? Klopapier. Okay, nice. Oh, ich bin jetzt oben links gespawnt und nur unten. Okay, scheiße. Na gut. Ein Hase, alles gut. Das Ding ist, hören einen auch Gegner, wenn man rennt, so zum Beispiel? Oh, ich habe ganz schön wenig Ausdauer. Und Wölfe habe ich auch noch gar nicht gesehen. Wahrscheinlich wäre dann Pistole besser, ne? Na, kommt drauf an. Wahrscheinlich, wenn das Gewehr leer ist. Ach du Scheiße, Digga.
Okay. Der hat mich jetzt auf die Entfernung nicht gesehen, ne? Aber er hat was gesagt. Gunshots. Okay, ich lusche irgendwie mal rein. Oder war es das jetzt? Also super interessant, wie das Spiel, ich sag mal, funktioniert, ne? Aber ich will nicht so nah ran. Also wie auch die NPCs funktionieren, you know what? Ein Rabe? Hier ist eine Truhe. Okay, ich glaube, es ist safe. Da ist noch eine Truhe. Ich glaube, es ist safe. Hier ist Radioaktivität. Okay, ist aber nicht schlimm, oder? Rabe kommt hier. Ja. Leider nicht sein... Also, bei Escape from Tarkov ist halt krass. Man kann halt deren Equipment an sich nehmen. Okay, jetzt sind wir überladen. Scheiße. Und hier rattert es irgendwie. Scrap. Ach du Scheiße. Ich bin überladen. Essen? Ach du Scheiße. Da kommt Ena. Keep running, bitch. Okay, Digga. Okay, ich trinke mal den Tee. Ich glaube, ich stack die hoch und die gehen nicht weg. Die Radioaktivität hier. Oh Gott. Ach du Scheiße. Hab ich? Wurde ich getroffen? Ja. Aber jetzt können wir mal gucken, ob wir die Sachen behalten, die wir im Inventar haben. Okay, wir behalten die Sachen, mit denen wir reingegangen sind. Das ist interessant. Okay. Ja, pass auf. Dann lege ich jetzt das Gewehr weg. Oh, aber? Okay, aber das wird zum Glück auch resettet. Radioaktivität. Okay, aber unser... Also, wir sind echt müde. Hm. So. Na, dann pass auf. Das. Und ich weiß nicht, ob wir so viel Essen brauchen. Ich meine, man findet ja auch auf der Map, ne? Wir brauchen halt unbedingt irgendwie mehr Tragekapazität. Das wäre halt nice. Und das upgraden wir, indem wir da diese Module bauen. Und dafür müssen wir... Also es ist schon nice. Man hat so eine Karotte direkt vor der Nase. Das ist sehr, sehr nice. Wobei ich Veggie-Würste bevorzuge, ne? Abfahrt. Okay. Ey, aber da ging ja richtig die Post ab. Und es gibt einfach Fraktionen, die sich erschießen. Also die, ich habe erst da die Billos bekämpft. Das hat man richtig gemerkt. Das waren Billos. Die waren nicht so gut gepanzert. Und dann die Häftlinge. Aber den mit der AK, da weiß ich jetzt nicht, warum ich den nicht getroffen habe. Ich glaube, da war wahrscheinlich ein Baum im Weg oder so. Aber er hat mich getroffen. Vielleicht ist auch meine Waffe einfach auf die Entfernung nicht so ganz genau oder so. Weißt du? Oder er war einfach richtig krass gepanzert. Die sah noch krass gepanzert aus. Also ich glaube, das war so ein Spiel, wo ich mir direkt mal irgendein Guide oder so ran... reinziehe. Okay, wo sind wir? Oben links. Da ist aber auch direkt Exit. Okay, der fette Block ist da. Ich wette, es gibt direkt richtig viele... Ja, Guides zu dem Game. Fitness Level 1. Geil, ist so wie ich sagte. Hammermäßig. Das ist nice. Tot. Erschossen. Huch. Schön Fleisch.
Kann man ja auch alles verarbeiten, ne? Wir haben übrigens, glaube ich, bald... Also wir müssen auch ein bisschen auf Munition achten, ne? Sollte nicht hier... Wo gehen wir denn hin jetzt erstmal? Eigentlich nach rechts, oder? Boah, Alter, ist ja echt krass dunkel und neblig und alles. Holy shit! Scheiße, jetzt steckt hier... Blutung gestoppt. Jetzt Medikit. Oh, da bleibe ich sogar für stehen. Geht jetzt mein Leben wieder hoch. Sekunden Duration. Wound 15. Health. Das hier macht 50 Leben. Dauert 8 Sekunden. Ah ja, jetzt geht's hoch. Okay. Geil. Okay, haben wir davon noch eins? Ja, hier. Geil, das mache ich auf die 3. Okay, nee, ja, auf die 4 heilen. Hey, switch es doch bitte. Auf die 4... heilen, auf die 3 Blutung stoppen. Okay, dann gehen wir wieder rein hier. Ey, ich sehe gar nicht. Weit. Ich sehe überhaupt nicht weit. Ach du Scheiße, ist ja kein ideales Sniperwetter. Wildschwein? Hier war der Typ. Habe ich ihn weggemacht? Ich höre Steps. Hab ihn, oder? Huh. Was ist das? Pasta. Schoki. Muni. Huh. Jetzt sind wir wieder überladen. Hey, wir können weniger tragen jetzt auf einmal. Ich bin da drüber, leider. Aber ich glaube, ich bleibe auch hier, oder? Oh, jetzt bin ich klein. Ihr seht's, ja? Wir sind ein bisschen drüber. Ich könnte was essen. Aber... Ja, oder die Batterien weg oder so. Oder I don't know. Was macht die? Hunger und... Ah, okay. Dann konsumiere ich mal die Schoki. Wieso hat er mich denn... Ich hab ihn. Alter, ich hab ihn. Krass. Pasta. Was ist, wenn ich die trage? Ich hab wieder Steps. Oh Mann, ich muss hier weg. Ich gehe da oben. Ich hau rein. Ich hau rein. Boah, krass. Obwohl das nur PvE ist, habe ich hier richtig Stress. Also es macht was mit mir. Ey, Nacht kann sich keiner geben. Es tut mir leid. Ey, ich glaube, für YouTube-Zwecke ist das Katastrophe. Aber ich wette auch, dafür gibt es dann Nachtsichtgerät und so. Beziehungsweise, es macht dann auch, ne? Also wenn man mit dem Sniper reingeht und man hat das Wetter, ist scheiße. Wenn man mit einer Shotgun reingeht und man hat das Wetter, ist geil. Glaube ich. Macht es dann auch schwerer. Beziehungsweise abwechslungsreicher, ne? Okay, hier ist eine Tonne. Also der Typ hat mich jetzt auf jeden Fall eher gesehen, als ich ihn. Aber kann auch daran liegen, dass er irgendwie eine bessere, ja, so eine Art Nachtsichtgerät oder so hatte. Also interessant, man kriegt da nicht den Loot von den Gegnern, behält aber, wenn man stirbt, den Loot, mit dem man reingekommen ist. Ich glaube, dadurch, dass PvE ist, ist es auch fairer und besser. Weil, wäre es
Also würde ich jetzt direkt deren Equipment looten können. Ich könnte die Ultras. Also, das wäre. Da wäre man zu schnell krass. PvP ist das was anderes, weil da kann man halt trotzdem die ganze Zeit weggenutzt werden. PvE, ja, da lernt man dann ein bisschen so mit den NPCs umzugehen, ne? Und kennt seine Grenzen. Wenn es PvP ist, kann alles passieren. So, deswegen ist es irgendwie auch dann okay, wenn man alles looten kann vom Gegner, you know? So. Wobei, ich fände es eigentlich gar nicht so schlimm. Man muss halt nur die Wertigkeit der Sachen richtig balancen, dass man halt auch NPCs, deren Loot... Vielleicht kann man es auch nicht, ich habe es nicht gecheckt. Vielleicht kann man da irgendwie Inventar umschalten oder so. Okay. Wir ballern hier nochmal das Gewehr in Stash. MKM. Mhm. Ja, ist wahrscheinlich so mittlere Distanz dann, ne? So. Das kann, glaube ich, alles hier rein. Das kann ich ja craften zu besserem Essen. Hier sind noch Batterien. So. Wieso konnte ich eben zwischenzeitlich weniger tragen? Ich habe jetzt langsam echt hier Probleme mit Müdigkeit, ne? Okay. Ja, Leute, ich glaube, es war ein gutes erstes Reingucken. Hat mega Bock gemacht. Ich glaube, man weiß auch, wohin das Spiel will und was noch kommt. Ich glaube, es ist ein sehr satisfyingender Grind. Und ich habe auch noch viele Fragen, ne? Wie das jetzt genau dann auch in Zukunft läuft mit den NPCs, mit den Möglichkeiten, wie das hier genau ist mit den Räumen, etc., etc. Ich glaube, es gibt super viel herauszufinden und zu entdecken und man muss sagen, ist ganz, ganz frisch im Early Access. Ich weiß nicht, ob die irgendeine Roadmap vielleicht haben. Also auf jeden Fall Patch Notes. Und es gibt ja offensichtlich auch Bosse? Alter, Discord direkt. Krass. Die haben die Patchnotes im Discord. Man könnte sich mal die Steam-Page genauer reinziehen, was sie so geplant haben. Mein erster Approach wäre jetzt wirklich Guides reinziehen, so Tipps und Tricks, Streams gucken, Roadmap herausfinden. Ah, okay, gibt's hier auf Twitter, sehr cool, und auf YouTube. Auch so, ne, kann man das Koop zocken? Das wäre übel geil. Haben auch schon ein paar Leute echt auf dem Schirm. Okay, ich verabschiede mich. Hat mega Bock gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.